Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fablö 3, wo wir uns nun entschieden haben, ob wir mit dem lustigen Grashüpfer in die Kiste hüpfen oder ob wir Jim Knopf, dem Lokomotivführer, helfen. Und ganz ehrlich, das Beste wäre, ihr würdet einfach davongehen. So sehe ich das aber absolut nicht. Wir entscheiden uns natürlich dafür, dass wir der Fregatte nicht helfen. Ist doch klar, ganz ehrlich, wer will die denn an der Backe haben? Frauen gibt's ja genug. Geht nicht. Ja, mach's gut. Es war schön, solange es währte. Nee, nicht mal das. Ciao. Ein unheiliger Bund. Ihr habt William vor etwas Schlimmerem als der Ehe bewahrt. Viva, 20 Gildensiegel kriegen wir dazu. Ich freue mich. Häschen? Ihr wollt euch doch nicht wirklich von mir scheiden lassen, oder? Ihr seid unglaublich. Gerade wolltet ihr mich noch töten lassen. Und jetzt versucht ihr wieder, mich rumzukriegen. Ich war verwirrt. Diese furchtbare Affäre hat mich daran erinnert, wie sehr ich euch liebe. Zerreißen wir einfach diese Papiere und fangen von vorne an. Und vielleicht sollten wir dabei auch gleich unsere Kleider zerreißen. Oh, na gut. Nein, Moment. Darauf falle ich nicht rein. Es ist vorbei. Los, raus hier! Oh, na gut, alles klar. Ihr enttäuscht mich, William. Ich wollte, dass es funktioniert, aber ihr sperrt euch dagegen. Ich gehe und ich nehme meinen Schmuck mit. Schön, angenehme Reise. Tja, die Tür ist jetzt verschlossen. Klopfen können wir, aber egal. Ich glaube, das hat sich erledigt. Und damit haben wir dem armen, armen Mann ein schweres Schicksal erspart. Dafür auch noch zu sterben. Dafür, dass die Alte ihn ausgenommen hat die ganze Zeit. Ich habe von euren guten Taten gehört. Ja, nee. So. Wir haben... Ich dachte gerade, das wäre eine Haarfrisur, was die da auf dem Kopf hat. Wir haben wieder Kohle übrig. Gibt es noch irgendetwas zu tun? Ja, die Schnauze zu halten, Opa. Wir haben noch Kohle übrig und können Silver Pines, da wollte ich auch mal hin, und können noch ein bisschen was ausgeben. Wie viel haben wir denn jetzt noch? Können wir uns die Kneipe bestimmt nicht, ne? 31.000, nee, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Dann gucke ich mal ganz kurz beim Bowerstone Markt, ob wir da noch vielleicht ein paar Stände haben, die wir kaufen können. Ja, ja. 4.200, alter Schwede. Das ist ja schon ordentlich. Wie viel kostet 32.000? Was? 265.000, aber ist ja auch ein Pfandleiher. Ja, jetzt war mal... Boah, Lagerhalle, 105.000. Ich glaube, wir müssen echt noch ein bisschen Geld verdienen. Das wird alles noch ein bisschen dauern. 6.500 für den Tätowierer, das ist ganz gut. Standverkäuferin, hier ist Zustand des Hauses. Und hier ist aber nur ein Tätowierer, den können wir... Der hat ja, den müssen wir nie reparieren, das ist ganz gut. Sparen wir ein bisschen Bargeld. Und 190 ist ja immerhin auch schon mal was. So, 8.178 haben wir noch. Dann reparieren wir diese Runde nicht. Dann kaufen und vermieten wir. Und haben hier noch ein Haus gekauft. 16 Gold bleiben noch im Säckelein. Und reparieren machen wir in der nächsten Runde. So, haben wir mal schnell einfach ein paar Häuser gekauft. Okay, die Frage ist... Ich hasse sie. Was? Ich gehe mal ganz kurz nochmal zurück in... Willkommen im Unterschlupf. Ja, Schnauze Opa. Ich gehe mal ganz kurz nochmal zurück auf die Karte. Silver Pines wollte ich eigentlich auch ganz gern mal hin. Da erwartet uns auch noch was. Wundert mich, dass ich noch nicht da war. Brightwall, Mistpeak-Tal. Wir haben aber noch ein paar Quests offen. Questliste. Da gehen wir mal ganz kurz durch. Das Spiel machen wir mal. Pass auf, wir arbeiten hier mal ein bisschen ab. Beziehungsquest Kurier. Zack. Bringt das Paket zu Anthony. Dann bringen wir gerade eben mal, das machen wir mal eben, diese Mini-Quests frühstücken wir mal ab. Dann haben wir die auch schon mal von der Liste. Dann können wir eh mal gucken, was wir noch an Quests haben, was wir loswerden können und so weiter. Jetzt sind wir wieder zurück in Millfields, da waren wir schon lange nicht mehr. Lalalala. Huch, Mini-Ruckler. Ich bin froh, dass Fable 3 noch läuft und nicht einfach wieder random abstürzt. Da bin ich ja heilfroh drum. So, keine Räuber, keine Räuber. Und das mit Millfields stört, glaube ich, ein bisschen, dass man dann immer wieder hier das Sägewerk da umlaufen muss, bis man erstmal zur Stadt kommt. Wenn man da Aufgaben hat, ist, glaube ich, ein bisschen ätzend.
So. Hier. Ah, da kriegen wir wieder Geld. Da kann ich gleich mal die Häuser reparieren gehen. Komm, wir gucken mal ganz kurz. 4100 Schnauze, Opa. Jetzt schon im Voraus. Und dann gucke ich mal ganz kurz. Oh, 1000 Gulden. Das geht ja alles noch. So, wo soll ich das Paket denn abgeben? Sollte ich nicht von hier auch ganz wichtig irgendeine Lieferung in Bowerstown? Nee, wo soll ich die abgeben? Weiß ich gar nicht mehr. Hallo, Mini-Ruckler. Hallo? Hä? Diese Spur ist manchmal sehr merkwürdig hier. So, hallo Oma. Ach, hier. Das Paket an Anthony übergeben? Ach so. Hallo Anthony. Das ist... Endlich! Habt vielen Dank. Ich wette, ihr schlaft auf einem großen Haufen Gold. Was? Kehrt zu Kimberly in Bowerstown-Markt zurück. Ja, gut. Das ging ja jetzt relativ schnell. Dann machen wir das mal ganz kurz. Opa hält die Schnauze, das ist ganz gut. Bowerstown-Markt, das machen wir eben auch nochmal ganz kurz. Bowerstown-Markt, zack, zack, zack. Machen wir eine Mini-Quest, machen wir eben so, ne? Was ist das denn? Das Spiel. Drei Zauberer haben eine Aufgabe für einen wahren Helden. Rettet die Prinzessin vor dem bösen Baron. Das hört sich doch gut an. Aber erstmal... Oh, 1060, auch das hört sich gut an. Miam-Miam-Essen. So, haben wir eben nochmal ganz schnell eine Immobilie gekauft. Eigentlich suche ich gerade nur, wo ich die Quest hier... Wo soll ich denn die Quest abgeben? Beziehungsquest-Kurier. Ach, da. So, dann düsen wir da ganz kurz nochmal hin. Dann nehmen wir die Abkürzung so ein bisschen. Und... sammeln hoffentlich entweder ein paar Gildenpunkte, aber zumindest... Hä? Ach, hier. Hallo! Finde ich cool, dass sie ihr eigene Häuser haben, wo die wohnen. Das war in Fable 2 auch schon so. Das finde ich echt ganz cool, dass sie ihr eigene Häuser haben. So quasi auch eigene Leben. Aufmachen, Beziehungsquest, Polizei! Wir sind doch Freunde! Lass mich rein! Ob da jemand aufsteht? Guckt jemand. Theoretisch kann man die Tür... Yes, yes, yes. Theoretisch kann man die Tür eintreten, aber das... Ja, was soll ich denn jetzt machen, wenn die nachts schläft? Das ist doch blöd. Wenn da keiner aufmacht. Cool finde ich, dass man dann so reingucken kann durch die Fenster. Hier ist die Nachbarwohnung. Hallo! Lachpolizei! Es wird aber... Ah, es wird zum Glück gerade... Ich dachte gerade, es wird nachts gerade, aber es wird scheinbar gerade morgens... Na, Oma. Tja. Sieht schon geil aus. Trotzdem weiß ich jetzt nicht genau, was ich machen soll. Jetzt, wie soll ich denn die Zeit totschlagen, bis die Olle aufmacht? Das ist ja ein bisschen doof. Ich kann auch nicht die Tür eintreten. Ich könnte es natürlich mal probieren, just for fun. Waffe weg! Moment. Tut mir leid. Entschuldigung. Beziehungsquest, Polizei. Habt ihr alles abgeliefert? Gut. Danke, Freund. Ihr wisst schon, dass ihr hier nicht wohnt. Ach so. Ich finde, ihr solltet langsam gehen. Aber wir sind doch Freunde. Ich hab da gerade eine ganz tolle Sache. Jeder braucht Freunde wie euch. Ach, jetzt störe ich nicht mehr, oder was? Gut. Komm. Slap, slap, slabity slap. Slap, slap, slabity slap. Yeah, slap, slap, slabity slap. Slap, slap, slabity slap. Yeah, check das aus. Und Benjamin München, Türö. Zeigt uns, was ihr könnt. Ich kann plaudern. Ich werde euch gern folgen, oh ja. Huch. Was? Was ist das jetzt? Ich glaube,
Das ist der Alarm. Ich glaube, die Alte hat die Polizei gerufen, weil ich bei ihr zu Hause war. Die Drecksau. Wir waren Freunde. Ich habe mich gerade in sie verliebt und sie ruft die Polizei. Nur weil ich nachts ungefragt in ihr Haus eingedrungen bin. Aber ich weiß, wir sind füreinander bestimmt. Ich weiß es genau. Ich kehre zurück. Sie wird mich bestimmt vermissen. Es ist nie zu spät, sich zu ändern. Ja, hast du gehört. Ist nie zu spät, sich zu ändern. Da kamen die Bullen gerade angerauscht. Vorher waren die gar nicht da. Hier ist niemand. Ne, hier ist niemand böse auf mich. Hier so weit verfolgen die mich zum Glück nicht. Dann sitze ich die halbe Minute gerade mal aus und hoffe, die vergeht auch in einer anderen Karte. Ihr würdet nicht mal einen Elefanten treffen. Was? Oh, aufgepasst. Er ist echt gut mit dem... Nicht mal einen Elefanten treffen. Erledigt diesen Hund. Also dafür reicht's noch. So, Ratze und Fatze. Gut, Junge. Hier gibt's doch bestimmt eine Grabungsstelle. Das riecht doch hier förmlich nach Grabungsstelle. Komm, Junge, sag an. So, wir werden wieder ein bisschen mit Gold zugescheißert. Irgendwo gab es noch eine zweite 10-Schlüsselkiste. Ich weiß nur nicht genau, wo das war, aber wenn... Sexuelle Begegnungen. Ich hatte mal eine sexuelle Begegnung mit Gronkh.de. Die alte Null. Heißt das übersetzt übrigens. So, hier ist wieder Ruhe. Komisch, der Alten fehlt die Tür. Nicht zu Hause. Jetzt wollte ich die gerade mal anflirten und dann geht das wieder nicht. Kriegt man immer Stress mit den Bullen, so. Eine nette Abwechslung zu den Verbrechen in meinem Alltag. Lalalalalala. Hallo, liebe Bürger. Hallo, liebe Bürger. Ihr solltet euer gespartes Gold langsam mal anlegen. Woher weiß die denn, was ich gespart habe und was ich anlegen soll? Wie gemein. Hallo, schöne Frau, na? Interaktion gefällt? Wirklich gut. So, wie wär's nochmal? Ich mach es vor. Slap, slap, slabity slap. Slap, slap, slabity slap. Yeah, slap, slap, slabity slap. Slap, slap, slabity slap. Yeah. Elefantendrehung. Töro. So, das haben wir jetzt noch ein bisschen. Tanzen. Hallo, schöne Frau. Na, du kleine Zuckermaus. So. Eins, zwei, drei. Yeah. Schon wieder Beziehungsquest. Ich werde eure beste Freundin sein, wenn ihr mir einen Gefallen tut. Natürlich. Könnt ihr vielleicht etwas für mich besorgen? Eigentlich überhaupt nicht, aber sag doch mal. Gut, kommt zurück, wenn ihr fündig geworden seid. Was soll ich denn suchen, Mädchen? Wie viel kostet die Rüstung? Ich habe auch Sonderangebote, wenn ihr wünscht. 16.000. Ist die schon günstiger geworden? Ich weiß es gar nicht. Das ist toll. Vielen Dank. Und? Schön, mit euch Geschäfte zu machen. So, jetzt haben wir schon wieder eine neue Beziehungsquest am Hals. Na, ist ja super. Schöne Schuhe. Kein Junge kommt gegen Power Girl an. Was? Der hat wohl gesoffen. Oder die, wahrscheinlich. So, wo sollen wir... Wo geht's denn jetzt hier lang? Altes Viertel in Bowerstone. Waren wir da überhaupt schon? Weiß ich gar nicht. Und war das eigentlich nicht auf der anderen Seite, das alte Viertel? Also die Altstadt? Hey, die Schweinestatue. Guck mal. Die Schweinestatue. Wir haben für jeden Geldbeutel etwas. Das ist die Schweinestatue aus Fable 2. Liefert ihr auch nach Hause? Und was ist denn hier los? Wieso sind hier so viele Leute? Was in diesem Laden? Ich muss jetzt leider gehen, fürchte ich. Jetzt Schlussverkauf! Ist das nicht süß? Entschuldigung! Huch! Die fahren drauf ab. In den Läden. Eine plausible Erklärung dafür, wie wir auf diese Welt kamen. Mich wundert, dass die nicht alle von den Flammen mitgerissen werden. Euer Körper ist ein Tempel.
Ich brauche nur etwas Geld für nein, Essen. Nein, wirklich, mein Körper ist... Die Klamotten sind angeboren, ich kann die leider nicht ausziehen. Hund! So sprich! Da hinten? Was macht denn der Hund? Jetzt läuft er im Kreis, jetzt trottet er ran, findet den Grabungsort. Dieser Hund ist mir manchmal ein Rätsel. So, Hund. Rasiert euch doch bitte, ja? Nein, ich laufe schon seit Geburt so rum. Ein Baby mit Vollbart. So, was haben wir denn? Und yes, was haben wir denn? Zack, in der Truhe, in der Herrinnen, 300 Gold. Das hat sich ja richtig gelohnt mit diesem komischen, randackelnden Hund. Ich glaube, der sucht den Grabungsort tatsächlich in unserem Radius, nicht in seinem eigenen. Hab ich so das Gefühl. Also wenn ich jetzt hier stehe und der Hund ist drei Ecken weiter, dann checkt er, dass hier in der Nähe ein Grabungsort ist und nicht bei ihm in der Nähe. Das heißt, wenn ich immer zum Hund laufe, ist das, glaube ich, sogar falsch. Fast müsste ich meinen, dass der Grabungsort jetzt hier ist. Siehst du? Das ist echt so. Der sucht immer den Radius um den Spieler herum, nicht um sich selbst herum. Das ist ziemlich verwirrend. Hüps, und weg damit. Hüa, und der wieder irgendwas ausgraben. Ein Bild. Mit diesem Gemälde könnt ihr ein Haus dekorieren. Da freue ich mich natürlich sehr. Was bist du denn? Nicht ganz schlecht. Das sind wirklich teure Kleider. Sehr schön. Das sieht ja aus wie der Colonel von KFC. Macht nur so weiter, dann könnt ihr Entschuldigung. Kann man eigentlich Wachen anrempeln? Wir müssen die Leute unter Kontrolle halten. Das sieht nicht hart an, aber Chaos können wir nicht zulassen. Hallo, Bürger. So, ich glaube, da haben wir einen Grabungsort. Oh, ich werde langsam heiser. Ich muss langsam mal aufhören mit dem Aufnehmen. Ich überstrapaziere die Stimme gerade ein bisschen. Oh, da liegt ein Buch. Aufheben! Der Industriestandort Elbion entwickelt sich mit rasantem Tempo. Man muss nur einmal eine der großen Fabriken im Bowerstone-Industriegebiet besichtigen, um sich ein Bild von der Bedeutung der modernen Technologie zu machen. Vor Ort ist jedoch Vorsicht geboten. Steht man zu nah an einer Maschine, besteht die Gefahr, dass man einen Finger oder gar einen Arm verliert. Oder seinen Ehepartner. Was sich letztlich als ein schrecklicher Unfall herausstellte, an dem keiner der Beteiligten schuld war. Industriegebiet eignet sich. Ich habe Lust auf einen kleinen Einkauf. Da hat wohl jemand die Scheidung gespart. Es gibt einen Schlussverkauf. Ich weiß nur nicht mehr, wo. So, und wir folgen jetzt einmal der güldenen Spur. Ist schon krass hier. Unsere niedrigen Niedrigpreise werden euch umhauen. Gut, ich folge schon wieder nicht mehr der Spur. Hund? Schatz? Schatz! Wollt ihr sehen, was ich auf der Matratze kann? Bitte was? Auf einem Sofa. Oder neu beziehen? Ein paar Zeitungen? Auf ein paar Zeitungen? Königliche Rückentätowierung. Ah. Das findet man natürlich in der Gasse. Entspannen. Und ich muss Geld verdienen. Was meint ihr? Tja, Captain Jack Sparrow, die späten Jahre. Nicht reich geboren. Vandalismus gefällt euch, oder? Wollt ihr ein bisschen Spaß haben? Wie soll ich? Oh, hallo. Vandalismus bei dir anmelden? Ich werde ganz rot. So. Bowerstone, da will ich natürlich nicht hin ins Industriegebiet. Ich suche natürlich die andere. Entschuldigung. Ich will die alle gar nicht anrempeln. Er läuft da einmal so militant überall gegen. Wo müssen wir denn da bloß hin? Jetzt Nachtisch haben? Bitte! Und vor allen Dingen, wo kommen wir denn hier bloß hin? Das hier ist die Altstadt? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier bin. Bowerstone hatte ich anders in Erinnerung. Okay, hier soll ich wahrscheinlich graben. Und da hinten geht's auch noch irgendwo rein. Da unten sind noch schöne Lampen am See, das möchte ich auch nochmal sehen. Da oben ist ein Silberschlüssel, sehe ich gerade. Sehr, sehr gut. Schriftrolle, Questgegenstand, das ist natürlich gut. Hier kommen wir. Oh. Ich dachte, kommen wir da nicht rein? Offenbar nicht.
Aber einen Grabungsort gibt's hier natürlich. So. Ach ja, Grabungsorte sind aber doppelt besetzt. Der macht ja diese NPC, diese Quest-Gegenstände zum Graben, setzt er immer random auf irgendwelche anderen Grabungsorte. Hundetraining, Charisma 2, hat man auch schon. Mist. Jetzt will ich mich aber nochmal ganz kurz umgucken. Das muss ja jetzt auch nochmal sein. Wenn wir schon mal hier sind, würde ich gerne wissen. Altstadt. Und da hinten ist das Industriegebiet, wie es aussieht. Wäre interessant, wenn jetzt hier noch so Benzinschwaden drauf wären auf dem Ozean. Das würde ganz gut dazu passen. Da oben das Schloss und da das Industriegebiet. Das passt irgendwie so gar nicht. Das ist so falsch. So, und da hinten können wir mal kurz tauchen. Natürlich wie immer irgendwas sammeln gehen. Hüpsa. Sensen, Brusttätowierung. Juhu. So, auf offener See, da können wir nicht rausschwimmen. Schade, schade. So offen war die See noch gar nicht. Wir können ja eigentlich mal probieren, da hinten rüber zu schwimmen, zum Industriegebiet. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich auch eher weniger gehen. Ich sehe da schon irgendwie... Ja, okay, die Grenze ist direkt hier. Das können wir direkt knicken. Hier ist noch was zum Tauchen. Hupsa! Smaragd, da freue ich mich natürlich sehr. Boah, ich bin echt schon heiser geworden gerade. Nur vom Quatschen. 3 Stunden Quatschen am Stück. Trotz Halsschmerzen, deswegen wahrscheinlich... Ich dachte gerade, da wäre was. Alter, da ist schon wieder so viel Geld. Hör mal auf. So, wir müssen auf jeden Fall... Eine Sache haben wir nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt schon im letzten Spielstand oder in der letzten Aufnahme hatte, die ihr gesehen habt. Das neue Schwert habe ich hier noch nicht gefunden. Von Donner. Das vermisse ich leider noch. Das war super. Da komme ich ins Industriegebiet. Jetzt wollen wir ja zumindest nochmal die Questaufgabe abgeben. Ich hoffe, die ruft dann nicht die Bullen. Bowerstown Markt. Zack, da sind wir schon. Und sobald wir das abgegeben haben, sobald wir endlich eine Liebe gefunden haben, können wir für heute auch mal pausieren. Aber den Weg machen wir natürlich noch. Lalalala. Hier gucken wir auch nochmal schnell nach, ob es hier nicht vielleicht irgendetwas gibt. Und tatsächlich, es gibt hier leider nichts. Das große, runde Nichts. Das, was wir alle mögen. So, die Dame ist wahrscheinlich schon im Feierabend. Hier sieht schon wieder alles sehr geschlossen aus. Die haben immer nicht sehr lange offen. Aber ist ja alles natürlich auch gewerkschaftlich geregelt über die Reaver-Gewerkschaft. Wobei, nee, dann gibt es ja keinen Feierabend. Habe ich mich gerade getäuscht. Entschuldigung. Außerdem würden dann überall Kinder arbeiten. Die brauchen nicht so viel Geld. Guck mal hier, die Tür ist, ach, geschlossen. Hey! Wichtige Lieferung! Objekt an Kimberly übergeben. Durch die Tür, klar. Oh, großartig. Ich dachte, es wäre auf ewig verloren. Mhm. Ihr seid wirklich der beste Freund. Ihr habt zu dieser Person eine unglaubliche Bindung. Durch diese einzigartige Beziehung wird es für euch auch viel wahrscheinlicher, dass ihr Geschenke oder Rabatte erhaltet. Oder vielleicht eine offene Tür. Mach auf, ich liebe dich. Mach bitte auf, es ist geil und ich liebe dich. Mach auf, wir sind Räuber und ich liebe dich. Mach auf, ich habe den Fuß gebrochen und ich liebe dich. Tja, komisch, ich komme nicht an ihr Herz durch. Naja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir einfach mal, wie es weitergeht, weil eine neue Aufnahme beginnt und ich bestimmt keine Ahnung mehr habe, was ich überhaupt machen wollte. Ich bin gespannt, bis zur nächsten Folge, tschüss. Mach die Tür auf, ich erfriere und ich liebe dich. Mach die Tür auf, hier ist so ein scheiß Endscreen, ich will dich nicht, ich will ihn nicht sehen und ich liebe dich. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen in der nächsten Folge, vielleicht kriegen wir die Frau klar oder wir machen noch ein paar Quests. Ich glaube, ein paar haben sich da noch versteckt und es gibt noch ein paar, die habe ich in der letzten Aufnahme, die ich ja wegschmeißen musste, habe ich bereits gespielt. Und die würde ich dann gerne nochmal aufgreifen, weil da waren auch sehr gute dabei. So Seitenquests waren sehr gute dabei. Freue ich mich schon drauf.
bis zur nächsten Folge und bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.